Wer kontrolliert eigentlich, ob Rauchmelder montiert sind? Seit dem Ende letzten Jahres gibt es in Berlin und Brandenburg die Rauchmelderpflicht. Damit ist die Rauchmelderpflicht fast flächendeckend in Deutschland in Kraft getreten. Das einzige Bundesland, wo es hier eine Ausnahme gibt, ist Sachsen. Dort müssen Bestandsbauten nicht mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Das Vorhandensein von Rauchmeldern in Wohnungen wird tatsächlich nicht überprüft. Es gibt also keine behördliche Instanz, die damit beauftragt oder berechtigt ist, in ihre Wohnung zu kommen und zu prüfen, ob es Rauchmelder gibt. Meistens werden von den Vermietern Firmen beauftragt, die Rauchmelder montieren, und die kommen dann einmal im Jahr, um zu schauen, ob der Rauchmelder halt noch an der Montagestelle vorhanden ist, ob sich an der Nutzung der Räume etwas geändert hat, sodass eventuell weitere Rauchmelder nötig sind, und ob die Rauchmelder halt in ihrer Funktion noch sicherstellen, dass sie halt bei einem Brand auslösen. Ansonsten weder Schornsteinfeger noch irgendwelche anderen Firmen sind damit beauftragt, auf staatlicher Ebene zu prüfen, ob es eine Rauchmelder, ob es die Umsetzung der Rauchmelderpflicht gibt und ob Rauchmelder in den Wohnungen montiert sind. Wenn Sie Fragen zur Rauchmelderpflicht haben, können Sie uns gern kontaktieren. Mein Name ist Sebastian Fischer. Wir sind die Rauchmelderexperten. Vielen Dank.